Hallo meine Lieben, Nils hier bei Durchgespielt. Ja, wir sind heute mit Switch und Signal von Cosmos unterwegs und jetzt geht es auch direkt los. So meine Lieben, das erste was man macht ist, man dreht diesen hier um und der schwarze kommt als erstes auf die 6. Das ist okay so, den kann man hier hin machen. Der zweite kommt auf die 4, das ist der braune, das ist hier, das ist schon sehr weit ab vom Schuss, gefällt mir nicht. Und der graue kommt auf die 9, das ist hier. Soll auch okay sein. War nicht so schlimm. Hätte schlimmer sein können, hätte aber auch deutlich besser sein können. Aber gut, so ist die erste Karte. Ich lege die immer hier so ein bisschen hin, sodass wir mitzählen können, wo wir sind. Und dann guckt man sich einfach an, was man hat. Man hat man für Karten. Das ist die erste Hand, die ich habe. Jetzt wissen wir ja schon, ich muss unbedingt beim Grauen hierhin das versetzen. Muss also eine grüne Karte abspielen. Habe ich gemacht. Dieser hier kann hier starten, fährt da durch, ist gut, stockt hier. Okay, wo will er denn hin? Will er vielleicht oben in Amsterdam was einsetzen? Dann kollidiert er aber mit dem eventuell. Deswegen lasse ich als allererstes mal den schwarzen fahren. Der fährt mal dahin, hoffe ich. Eine 4. Ich komme hier an. Ihr erinnert euch ja, wenn ich hier bin in Paris, endet es. Als nächstes nehme ich diese hier, um einen blauen aufzutun. Und idealerweise, muss ich sagen, hätte ich jetzt diese beiden abgegeben, um da aus dem wieder rauszufahren, damit ich da schnell rauskomme. Die Karten habe ich nicht, deswegen warte ich einfach mal ab und ziehe 5 neue Karten. Vielleicht geht es ja gut. 3, 4, 5. So, der braune steht hier immer noch und der graue dort auch noch. Damit ist der zweite Spieler dran und alle braunen fahren. Das ist nicht so schlimm, das war okay, der braune fährt 2. Auch dieses hier war ganz gut und jetzt gucken wir uns an, was er für Karten hat. Als erstes einmal und er, sieht man schon, hat hier auf jeden Fall die grüne, die ich ja eben haben wollte. Die lege ich hier und jetzt versuche ich schnellstmöglich daran vorbeizukommen. Am besten mit der Fahrkarte hier für schwarz. Schwarz hat eine 3, 1, 2, 3. Ich bin genau über dieses Ding rübergekommen und hinter ihm werde ich dieses hier jetzt einfach verstellen, so dass der braune hier oben nach Amsterdam fährt und darum schicke ich auch noch den so. Damit ist der Weg für braun schon vorgezeichnet, bis auf diesen Pinöppel. Auch der hat jetzt den brauche ich nicht ändern, der fährt hier unten rum. Da habe ich ein Problem an der Stelle. Ich ziehe 5 neue Karten und gehe sofort in die nächste Runde. Damit habt ihr jetzt natürlich 6 Karten. Und der nächste hat ein kleines Problem mit Grau. Aber Achtung hier, das ist schwarz. Schwarz fährt und schwarz fährt 4. 1, 2, 3, 4. Uiuiui. Schwarz muss jetzt da etwas haben. Aber vielleicht schafft er es ja. Und man sieht schon, er hat einen grünen. Alles gut. Das heißt, er nimmt hier wirklich einen grünen. Hier ist im Moment nichts, was ich brauche. Ich lege den mal dahin. Ich hätte auch den nehmen können. Das spielt erst einmal keine Rolle. Damit kommt der hin und braucht nichts mehr tun. Der graue da, den würde ich gerne mal von seinem Pott wegziehen, damit ich da wegkomme. Ich spiele also diese hier mal und würfel grau. Grau, 1, 2, 3. Besser kann es bei grau ehrlich gesagt gar nicht gehen. Dann nehme ich auf jeden Fall eine Karte, um hier auch eine Ware einzulagern. Das kann ich immer noch machen. Und jetzt habe ich noch diese 2. Damit könnte ich zum Beispiel braun etwas bewegen. Grau selber, da muss ich ja im Grunde dieses Signal mal hier hin tun und dann kann der hier so langsam runterfahren. Dass ich den ändere, ist auch egal. Aber vielleicht hebe ich mir diese Karten auf. Kurz drüber nachdenken. Ja, dieses Nachdenken. Ich drücke immer dann drauf, aber eigentlich brauche ich es auch nicht. Ich warte erstmal ab. Das Fahren lassen, da habe ich im Moment nichts, was wichtig ist. Es steht niemand in den Startlöchern. Also 5 neue Karten dazu. Handkartenlimit ist damit auf keinen Fall erreicht. Und weiter geht's. Und der dritte war schon durch. Das heißt, jetzt ist der erste Spieler wieder dran. Er darf einen Zug einsetzen seiner Wahl und zweimal würfeln. Einsetzen tue ich einen schwarzen, kann ich so schon sagen. Ich will Geschwindigkeit machen bei einer 3. Oh, der ist hier unten. Das ist ganz schlecht. Aber guck mal, der kommt hier immerhin schon mal irgendwo in die Richtung hoch. Ist aber schlecht. Ja, und dann lasse ich auch den schwarzen fahren. Erst den mit Beladung. 1, 2, 3. Der ist sofort drin.
hat abgeladen und lädt ab und dann den von hier unten, hoffentlich schneller, 1, 2, 3, ja, ob der jemals ankommt, wissen wir nicht. Als zweiten lasse ich dann den braunen fahren, alle braunen, um genau zu sein, eine 1 ganz schlecht gewürfelt. Ich lege das hier quer rauf, so dass ich weiß, dass ich eine neue Runde angefangen habe. Das müsst ihr aber natürlich später nicht machen. Jetzt gucken wir uns an, was ich hier habe. Also beim schwarzen haben wir ja schon gesagt, der fährt erstmal, bis er da ist, den grünen hier oben. Den tue ich erst einmal hier hin und setze den wirklich so, dass der grau hier runterfahren kann. Ob ich da noch was ändern muss, erst einmal nicht. Da passiert noch eine Menge. Dieser hier stößt da an. Ich könnte auch einfach den versetzen und den versetzen, dann fährt er in den weißen rein. Das mache ich, glaube ich. Ich versetze also hier den, zack, so kann der schwarze hier langfahren, muss dann das versetzen, zack, so kann er da durchfahren und kommt bis Nürnberg rein ohne Probleme. Und weil ich im Moment keine Probleme habe, fahre ich da noch mit Schwarz einmal noch. Mal gucken, dass ich da weiterkomme. Eine 4 gewürfelt, 1, 2, 3, 4, ihr seht jetzt, kommt man dann auch schnell hin und dann vielleicht auch noch den braunen einmal. Und ich muss ja hier witzigerweise, wenn ich beladen habe, nur diese Switch umstellen, nur diese Weiche und der kann hier unten reinfahren. Vielleicht lasse ich aber auch den braunen noch einmal fahren hiermit und dann bin ich hier zwei weiter. Dann bin ich auch hier irgendwann über diese Weichen raus. An sich könnte ich sogar noch einmal den braunen fahren lassen, aber das ist mir jetzt nicht nötig. Ich ziehe einfach 5 neue Karten. Ich brauche unbedingt neue Züge drin. Das ist wichtiger. Und ich darf einen Zug meiner Wahl bewegen, eine Farbe. Leider nicht, dass ich einen einsetzen darf. Ich habe es sehr schwer mit dem Einsetzen meiner Farbe. Das muss natürlich am besten der schwarze sein, weil das der schnellste ist. Alles andere wäre irgendwie 1, 2, 3. Ein davor, ein weiter gewesen. Alles andere wäre blöd. Ja, dann gucke ich mal, was ich mache. Habe ich eine Fahrkarte? Ich habe keine einzige Fahrkarte. Oh mein Gott. Guck mal, der hat nur Umändern und irgendwas. Das heißt, der spielt man nur eine einzige hiervon. Nämlich, dass er diese hier umändert, sodass der beim Rausfahren hier unten lang fährt. Und dann spiele ich noch eine grüne, um hier bei Amsterdam reinzukommen. Das habe ich nämlich gesehen. Mache ich nicht. Den Rest lasse ich erst einmal so. Ich könnte hier den sogar noch nach unten hierhin machen, dann kann sowohl der fast durch, hat nur hier diese beiden Signale, das heißt, den nehme ich und lege ihn dahin und dann ist der graue frei, bis auf dieses hier, der schwarze, wenn er beladen hat, ist auch frei und der braune geht erstmal dahin und von da aus wieder zurück und wenn er daran vorbei ist, lasse ich das neu machen. Lasse ich es neu machen, klingt auch witzig. So, 5 neue Karten. Und der nächste ist dran. Oh, hier, ich darf keine Züge einsetzen. Der schwarze fährt automatisch rein, brauche ich nichts machen. Und der braune fährt ebenfalls 1, 2, 3, 4 ebenfalls rein. Beide gut gelöst. Jetzt wäre dieser mittlere toll mit seinen Karten gewesen. Hätte, hätte, kennt man ja. So, jetzt Karten abgeben. So, oder aber so, dass man sie vielleicht nicht braucht. Zweimal fahren, das gefällt mir schon ganz gut. Ich will auf jeden Fall eigentlich alle Farben fahren lassen. Aber dieser hier beim Zurückfahren fährt der hier noch die falsche Richtung. Den möchte ich also irgendwie so, dass er hier so vielleicht rumfährt. Diesen Durchgang, der ist doch schön. Dafür ändere ich einmal hier das Signal und damit würde der braune jetzt erst einmal so durchfahren. Zwei grüne gebe ich ab, um je einen Cube aufzuladen. Das kostet mich ja immer, einen abzugeben. So, und jetzt kann es eigentlich auch mit dem Fahren losgehen. Das Beste ist natürlich immer, wenn man schnelle Züge fahren lässt. Leider habe ich dann nicht genug auf dem Plan, aber ich muss 2 Züge fahren lassen. Wobei auch Grau da oben mal weiter muss. Da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Ich lasse einmal Grau fahren. Ich habe mich dafür entschieden, da oben rauszukommen. 1, 2, immerhin. Karte muss ich abgeben. Und dann lasse ich auch einmal Schwarz fahren, damit ich hier so schnell... Schwarz, nicht Braun, mein Fehler. 1, 2, 3, damit ich hier auch so schnell wie möglich in die Porten komme. Die behalte ich. Und jetzt habe ich schon die ersten 2
kompletten Runden durch und der nächste Spieler ist dann, ohne dass ich überhaupt eine Zeit angegeben habe. Ich setze eine schwarze Lok ein. Wo setze ich sie ein? Bei der 5, das ist hier. Der kann relativ schnell nach Paris, da muss ich nur einen Grün da reinsetzen. Danach fahren dann die Grauen und die Braunen. Erst ruhig mal der Braune von oben. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich erstmal geguckt, ob die Batterie noch voll ist. Und dann der Graue. 1, 2. Okay, gut. Jetzt sind wir langsam auf Track. Den hier muss ich so, dass ich ihn da reinbringe, machen, habe ich ja schon gesagt. Hier, ich hatte euch schon gezeigt, ich lege das immer so schräg rauf. Das ist aber nur für mich wichtig, damit ich weiß, ich fange wieder mit dem ersten Spieler an hier und weiß, welchen Kartenstapel ich aufnehmen muss. Guter Kartenstapel an sich, könnte man denken, aber alle sind auch irgendwie gleich. Das hier wollte ich oder musste ich legen, sowohl hier einen hin, als auch da einen hin. Ich nehme mal den, wo ich gerade dran vorbei bin, hier. Ist eigentlich egal, welchen ich hier wegnehme, den, um da dann reinzufahren. Alle sind aktuell auf der Strecke. Das ist also soweit ganz gut. Ich habe hier aber 6 Karten und 6 Karten sind zu viel. Das kann ich nicht machen. Ich könnte also mit dem Schwarzen einmal da durchrauschen, um vorbeizukommen und dann danach das Signal spielen. Das ist, glaube ich, die Idee. Das heißt, der Schwarze rauscht einmal dran vorbei. 1, 2, 3. So. Und danach spiele ich dann dieses hier und öffne es so, dass der Braune hier auch durchfahren kann. Danach habe ich 4 Karten über. Die kann ich alle mitnehmen. Da ich keine extra Fahrt habe, brauche ich mich darum auch nicht zu kümmern. Und ich nehme hier 2, 4, 5 neue Karten. Und der nächste Spieler dreht seinen Auftrag um. Eine einsetzen seiner Wahl und Braune fahren lassen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, wenn ich den Braunen einsetze, kann ich den Braunen auch gleich fahren. Und das ist sicherlich genau das, was ich möchte. Hat ein bisschen was mit Risiko zu tun, aber muss man hier auch machen. Ist eine 7 bei rausgekommen, ist okay, denke ich. Erst der Braune hier, der fährt nur ein. Oh, schlecht. Und dann der da oben, der soll richtig schön fahren. 1, 2, auch nicht so richtig gefahren. Da man nach Amsterdam immer schwer reinkommt, fahre ich ruhig nach Amsterdam. Es wäre ehrlich gesagt schöner gewesen, wenn der einen gefahren wäre. Dann hätte man hier abkürzen können und der 2 hätte, will man jetzt nicht lange rumweinen. Das ist aber der mittlere. So, dieser hier sieht man auch schon, hat schon einen klaren Weg nach Amsterdam. Da muss er nur eine grüne Karte liegen und ich sehe, ich habe keine grüne Karte. Gut, so schlimm ist es nicht, weil es ist auch noch nicht so eilig. Dieser hier wollte hier auch eine grüne Karte legen, ist auch nicht so eilig. Was vielleicht ganz eilig ist, ist den Schwarzen da erstmal reinfahren zu lassen. Dazu würfel ich eine 3, das hat natürlich nicht gereicht. Schade, guck mal hier, reicht noch nicht. Das heißt, dieser hier hat eigentlich noch so viele Karten, nämlich 6, dass er sich irgendwas einfallen lassen muss, was er noch ändern will. Und ich will aber die Signale nicht aktuell ändern. Das heißt, ich lege hier 2 ab meiner Wahl und verlege den wirklich dahin. Danach ziehe ich 5 neue Karten nach und beende auch hier den Zug für den schon. Und gucke, dass ich jetzt eine weitere Karte einlege. So, ich habe aktuell einen Cube hier, 3 auf den Lastern, sonst nichts. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 Cubes. Ich brauche Geschwindigkeit. Ich setze also nochmal einen schwarzen Zug ein, weil der auch wirklich Geschwindigkeit macht. Auf die 7. Hui, 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 hui. Das ist hier natürlich auch knifflig, wie man sieht. Jetzt könnte ich anfangen, Zeit zu verlieren. Aber das ist dann eben so. Braun fährt als erstes. Dazu lasse ich als erstes den mit dem gelben Cube fahren hier. 1, 2, 3, 4. Hui, hui, hui. Fahrt fährt fast auf. Danach den. Hoffentlich ebenfalls 1, 2, okay. Und vielleicht kann ich den gleich noch vorher umsetzen. Das liegt daran, wie doll der Schwarze fährt. Danach fährt der Schwarze, der hier unten fährt rein. 1, 2, ist gut. Dann fährt der nach Paris rein. 3, ebenfalls gut. Und dann fährt der oben noch. 1, 2, 3. Und da bumpt der auf den auf und bleibt stehen. Und dafür muss ich eine Zeitmarke abgeben. Hätte deutlich schlimmer sein können. Der Schwarze ist angekommen und gibt diesen Cube wieder frei. Da
Das ist die dritte Runde, der dritte Spieler. Und jetzt muss ich wirklich hier ein wenig aufpassen. Ich muss den erst wegkriegen, um dann dieses Signal umzuleiten nach Nürnberg. Das sind ja die Dinge, die gemacht werden müssen. Des Weiteren sollte auch mal irgendwann der Graue fahren. Aber hättest du nicht gesehen, das sind meine Karten. Ich habe nicht so viele Fahren. Ich habe gesagt, der Braune muss fahren. Erstmal nach Amsterdam. Das schaffe ich. Zack, ich bin in Amsterdam. Dann gebe ich auf jeden Fall diese Karte ab, um dieses Gleis so rum zu lenken. Damit kann der jetzt nach Nürnberg rein. Nach Nürnberg kann er aber nur rein, wenn er dort eine liegen hat. Dazu lasse ich aber den da liegen, weil den will ich gar nicht. Der raus weiß ich auch noch nicht. Ich nehme diesen hier und lasse ihn so reinfahren. Jetzt lege ich zwei meiner Wahl ab, um den schwarzen reinfahren zu lassen, hoffe ich. Eine 3, 1, 2, 3, super. Lege einen ab, um den Q aufzunehmen. Der kann nämlich jetzt theoretisch gleich hier weiterfahren. Erstmal, da stoppt der, aber nicht ganz so schlimm. Ich kann das öffnen, ich kann aber auch das öffnen und ich kann hier den Cube beladen. Da schwarz aber immer die schnellste aller Eisenbahnen ist, lasse ich, glaube ich, den hier so umlegen mit der letzten Karte, sodass der hier durchrattern kann und so schnell wie möglich kann. Wobei, nee, ich sehe, bevor ich den mache, das lasse ich lieber, ich belade lieber diesen Cube, das ist mir wichtiger, so dass ich da rauskomme. Ja, jetzt mag ich auch einen Fehler gemacht haben, weil ich den nicht versetzt habe, aber das weiß man. Ach, komm, Risiko, der bleibt da so und den versetze ich so. Das war auch meine Entscheidung und gut ist so. Dann ziehe ich natürlich noch mal 5 Karten nach und ich denke, wir schaffen es sogar noch mal einmal kurz reinzumachen in die nächste Runde. Dazu fange ich hier wieder eine neue Runde an. Jetzt muss ich hier irgendwie anders legen. Hier einen einsetzen und danach eine Farbe fahren lassen. Welche Farbe ich fahren lasse, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Der hier nimmt den auf, der den. Ich habe eigentlich nur noch einen einzigen Cube da. Da würde ich natürlich gerne einen schnellen Sprinter einsetzen und den dann fahren lassen. Vielleicht sogar schwarz, wenn es auf der 9 ist. Warum nicht? Ja komm, ich muss schwarz einsetzen, hoffentlich auf der richtigen Stelle. 7, na gut, okay. Da, der kann da wirklich reinfahren. Und dann lasse ich mal einmal grau fahren, da passiert im Moment am wenigsten. 2, 1, 2. Der muss aber ja auch auf jeden Fall mit seinem Cube nach Hause kommen. Und da habe ich im Moment gar nichts zu melden. Gucken wir, was die Handkarten sind. Der hatte sich, glaube ich, aufgespart. 3, 6, 9 Handkarten. Das ist schon eine Menge. Und wer guckt, da sind schon mal 4 Fahrten dabei. Das ist schon wirklich ganz gut gemacht. Okay, also als allererstes diesen hier, den grünen, um den hier rausfahren zu lassen. Ich lasse jetzt alle hier durch dieses Marseille-Öhrle da reinfahren. Ich könnte den auch so rumfahren lassen, da passiert eigentlich auch nicht viel. Da muss ich nur den freischalten und der war da ja schon. Lasse ich erstmal den hier auf jeden Fall, den möchte ich dahin verschieben. Das ist das Erste. Der hat ja quasi freie Bahn, nur das Signal nicht. Dann soll der auch einen Cube aufladen, damit das auch schon mal klar ist. Der fährt rein. Der, dem fehlt ein grüner, also muss ich irgendwo einen grünen herkriegen. Rein nach Nürnberg muss ich nicht mehr. Ich nehme den also da weg. Der kommt an, der kommt an, der kommt an. Diese 3 kommen an. Der muss nur hier ändern, kommt dann auch an. Was sind mit diesen beiden? Der eine da oben muss auf jeden Fall so geswitcht werden und dann gehe ich so und lasse ihn auch so rumfahren. Auch eine gute Idee. Das heißt, ich muss noch irgendwo einen grünen wegnehmen. Diesen grünen vielleicht hier, weil den braucht auch keiner. Und dann kann ich nach Berlin so rein. Bleibt nur noch die Frage, was mache ich mit ihm? Und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht zugedacht. Lasse ich aber auch erstmal so stehen, ist noch nicht wichtig. Ich lasse jetzt die Leute erstmal fahren. So, als erstes mal einen braunen, weil die braunen bis jetzt hier gar nicht gefahren sind. Oder, ja, ich lasse erstmal den braunen. So, erstmal den hier.
Ein, ja, schön gewürfelt. Als nächstes den Grauen, ebenfalls einen ablegen hier. Ah, das Braun, Entschuldigung, ein Grauer. Ich habe mich schon gefreut über, ach, noch mal einen. Ja, dann noch mal den Grauen hier. Nicht noch mal einen, nee. Eins, zwei. Okay, gut. Einiges ist gefahren. Das lasse ich jetzt so stehen. Das Board hier und ziehe nach. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich noch einen Zug machen soll und dann Schluss machen soll. Aber ich denke, ein Zug. Wahrscheinlich ziehe ich sogar noch beide durch und dann geht's so. Okay, dieses hier. Braun fährt als erstes. Das ist erst der hier beladene. Eine 2 wird ja wohl drin sein. Nein, dann fährt der braune da oben. 1, 2, 3, 4. Okay, da muss ich gleich nur den freischalten und den schwarzen vorher oder nachher. Egal. Und danach fährt der graue. Vielleicht fährt der hier jetzt mal 1, 2. Immerhin, der ist zu Hause. Alles gut. Das waren die Fahrenden. Und jetzt gucken, dass ich es hier schaffe. Das ist immer noch ein Unproblem gelöstes. Der fährt einfach, der fährt auch einfach. Aber gucken wir mal. Fahren habe ich immerhin 3, die fahren. Sonst auch jede Menge, insbesondere das Signal verändern. Aber das Beste wäre natürlich, der Schwarze fährt erst durch und dann verändere ich das Signal. Aber das Beste wäre, ist auch immer interessant, wir versuchen erstmal den hier auf Strecke zu bringen. Dafür ändere ich dieses Signal um. Dieses Signal um. So, jetzt kann der so fahren hier. Dann muss ich das Signal noch umändern. Kann er auch durch. Und das Signal noch umändern. Alle 4 musste ich ändern. Das ist natürlich ganz schön viel. Aber jetzt kann der ganz ungestört nach Hause fahren. Eine Karte, die ich ablegen muss, ist eine grüne, damit ich den hier aufladen kann. So. Ich hatte jetzt relativ viele. Vielleicht lasse ich den sogar noch da liegen, um einfach einen noch gleich umzudrehen. Das mache ich sogar mal. Gib mir mal einen davon wieder und ich lasse den da mal eben liegen und lasse erstmal meine Fahrdinger abfahren, die 3, die ich habe. Und ich habe mich dafür entschieden, ja, ich glaube, es ist doch das Beste. Pass mal auf, ich lasse den auch noch umgedreht hier und die Karte, die ich dafür ausgegeben habe, weil das ist noch ein weiter Weg, gebe ich hierfür aus, um den braunen freizugeben. Dann lasse ich den braunen fahren, den hinteren braunen fahren, eine 4. 1, 2, 3, 4, super. Dann gebe ich diese schwarze ab, um so zu fahren. Und jetzt kann der schwarze quasi direkt hinten. Damit habe ich diese beiden nicht fertig, aber damit habe ich doch einiges geschafft. Jetzt kann ich noch überlegen, ob ich die fahren lasse oder ob ich die Karten spare. Und ich würde fast sagen, weil diese kommen alle 3 hier über den gleichen Weg an. Der hat auch einen langen Weg. Da läuft er noch nicht. Den will ich auf jeden Fall noch nicht fahren lassen. Und der fährt so und dann hier lang. Und da hat er einen grünen, den ich mal irgendwann freischalten muss. Den nehme ich jetzt auch und schuhe den dahin. Weil es bringt ja auch nichts, den aufzusparen. Und ich kann natürlich den schwarzen da oben fahren lassen, weil mich das nichts extra kostet, ob ich den jetzt nehme oder nicht. Ist auch egal. Also lasse ich den schwarzen oben einmal fahren. 1, 2, 3. Ist er ein Stück weiter gekommen. Alles gut. 5 Karten noch nehmen, nicht vergessen. Und danach 3, 4, 5. Der letzte Zug vor einer Pause. Damit darf ich jetzt einen Zug einsetzen. Dieses Mal setze ich einen grauen ein, weil ich so langsam fahren möchte wie möglich. 9, da, damit ich nicht irgendwo anschlage. Danach fahren alle schwarzen. Das ist als erstes der. Da brauche ich gar nicht würfeln, der kommt rein. Dann der hier in Nürnberg, der fährt 3. 1, 2, 3. Und der in Paris, hoffentlich richtig schön weit. 3, schade, waren 5. 1, 2, 3 fährt ebenfalls. Der graue fährt hier oben auch. Hoffentlich eine 1. Ja, gut, schön langsam, perfekt. Und ich darf diese Karten hier noch nehmen und jetzt fahren lassen. Der hat 4 Fahrten und einen Signalwechsel. Das Wichtigste ist ja, dass ich hier den switchen wollte, schaffe ich nicht. Aber auf jeden Fall muss der da oben beladen. Alles andere ist Schnulli-Bulli, wie man so schön sagt. Und danach habe ich diese hier und die nerven ein wenig. Ich könnte die jetzt alle reinfahren lassen, aber das machen ja wahrscheinlich diese Karten automatisch. Deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt und sage, das waren die ersten Runden von Switch und Signal aus dem Hause Cosmos, wo mein Finger jetzt drauf ist.
Wir sehen uns nachher wieder, wenn ich die nächsten Runden spiele. Ich mache jetzt eine kurze Atempause. Bis dahin alles Gute, euer Nils. Tschüss.